ist Michaela von Michaelas Kreativbox. Ich begrüße euch zu einem neuen Video in der Reihe Ein Produkt, 3, 4, 5, 6, wie auch immer Ideen. Meine Stimme ist etwas angeschlagen. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Ja, und zwar habe ich mir diesmal die Produktreihenkollektion künstlerisch floral geschnappt. Hier seht ihr sie im Einzelnen. Sie besteht aus zwei Produktpaketen, einem glänzenden Papier, selbstklebenden Schmuckstein in Pastelltönen, dem gerippten Geschenkband in Aquamarin und dem Designerpapier künstlerisch floral. Alle Maße und wo ich die eventuelle Idee, das ist nämlich beim ersten, was ich euch zeige, verlinke ich euch oder schreibe ich euch alles hier unten in die Infobox. Also alle Materialien, alle Maße findet ihr hier unter dem Video. Und auch von wem ich die Idee habe. Das ist nämlich bei dieser kleinen Box der Fall. Die habe ich mir abgeschaut. Und zwar bei Lila Linz. Da habe ich weißen Farbkarton verwendet, habe die Box gebastelt, ein Spruch drauf, vielen Dank. Das ist die Stanze und der Spruch ist aus diesem Set. Das nennt sich einzeln etwas Besonderes und habe die Steinchen verwendet und dieses Designpapier. Bei der Stempelfarbe habe ich mich dann total vergriffen. Ich wollte eigentlich in derselben Farbe, die hier in dem Designpapier ist, und habe dann aber Papaya gegriffen. Naja, ist ja nicht schlimm. Erst als es draufgeklebt war, habe ich gedacht, irgendwas stimmt nicht. Und habe hier einfach mit Glue Dots auf den drei Seiten das Band befestigt und vorne eine Schleife drauf. Das könnt ihr hier ziehen. Ihr seht, da passt einiges rein. Die Box ist 6x6x6 cm groß. Und passend zu dieser Box in den gleichen Farben habe ich eine Karte gewerkelt. Da habe ich hier in Farngrün diese Blätter hier aufgestempelt und hier habe ich auf die Grundkarte ein Farbkarton in Calypso. Das Etikett habe ich ausgestanzt und bleibt gelassen, Karma wird das schon regeln. Auch wieder die Steinchen verwendet und hier habe ich einfach, da habe ich nichts ausgemessen, deswegen ist mit dem Karma. Also wer einen inneren Monk hat, der schneidet sich die Streifen halt. Ich habe drei verschiedene Größen, ich glaube 1,5, 2,5 und 3. Zentimeter oder 1 Zentimeter, 2 und 3, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe einfach geschnitten aus einem Reststück, was hier übrig geblieben ist. Habe mir einfach 5 unterschiedlich große Streifen geschnitten, habe die wild da drauf geklebt. Also ich habe nicht darauf geguckt, ob hier die Abstände gleich groß sind und habe mich aus dem Grund dann auch für diesen Spruch entschieden. Das ist das. Dann habe ich diese Stanze verwendet, habe einen Spruch aus diesem Set verwendet und habe ihn einfach mit unserer Bastelschere ausgeschnitten. Hier habe ich Fräsienlila verwendet, habe einen weißen Einleger reingemacht und habe hier die ganz kleinen Blüten, die hier für die kleinen, für die Innenstempel sind, habe ich einfach wild im ersten und zweiten Abdruck hier drauf gestempelt. Hier habe ich einen weißen Farbkarton aufgeklebt und habe darauf aus einem dieser Papiere
diese Stanze ausgestanzt, aufgeklebt und habe deinen Geburtstag nicht vergessen, wollte ihn nur verlängern aufgebracht mit Dimensionals. Das ist Nummer 3 und Nummer 4, das machen wir jetzt zusammen. Ein bisschen was habe ich vorbereitet. Und zwar habe ich einen Farbkarton in Anthrazitgrau als Grundkarte, einen Aufleger in Schiefergrau und dann habe ich mir das größere von diesen zwei Etiketten habe ich mir schon ausgestanzt. Und da machen wir jetzt Folgendes. Ich habe mich für 3 Lila-Töne entschieden, von hell bis dunkel. Das ist Amethyst, Heideblüte und Fräsienlila. Da nehme ich mir jetzt eins unserer Fingerschwämmchen. Mal schauen. Ja, ich habe hier noch ein Schmierpapier drunter liegen. So, dann gehe ich hin, tupf damit hier rein, tupf mal auf dem Schmierpapier ab. So, und dann gehe ich einfach hin. Tupf hier wie wild drin rum. Dann werde ich auswischen, dann nehme ich die nächste Farbe. Und dann gehe ich wieder hin und tupf hier. Wie ihr seht, gibt das dann so diese Struktur ab, die das Schwämmchen hat. So, wieder ein bisschen ausstreichen. Und dann nehme ich die letzte Farbe. Und dann gehe ich hier auch wieder so lang. Weil ich jetzt mit dem Dunklen aufgehört habe, aber oben hin nochmal das Helle gerne hätte. Dann gehe ich in das mittlere und jetzt gehe ich her und gehe einmal rundherum und wisch in das Projekt rein. So. Ah, jetzt hätte ich das Schmierpapier auch hier drunter legen können. Jetzt
ich meine Crocodile. Mach mir hier oben hier kann man immer ganz gut sehen, hier ist die große, hier ist die kleine Lochstanze und ich meine ich hätte mal die große, schiebe ich mir das Buch so hin und dann gehe ich hier oben hin, wo ich meine, dass es mittig ist. Stanze mir da ein Loch rein. Dann setze ich mir das so rum rein. Einstellungen müssten noch richtig sein. Ne? Und dann scheint falsch zu sein. Ich habe sie A noch nicht so lange und B auch noch gar nicht so oft damit gearbeitet. Ah, so macht es natürlich mehr Sinn. Ich bin natürlich daneben. So. Dann gar nicht so extremst mit Gewalt. Viele von diesen Nupsis vertragen es nicht so. So. Dann habt ihr hier eure Öse drin. Aber ich glaube, die kann noch mal ein klein wenig fester zusammengedrückt werden. So. Dass sie nicht so hin und her wackelt. Was jetzt? Keine Ahnung. So, dann habe ich mir das Band in Fräsigen Lila geschnappt. Das kommt jetzt hier durch. Ich glaube, da brauche ich mal unseren Aufhebhelfer. Da kann man das dann nämlich schön hier durchpieksen. Dann ziehe ich mir das durch, solange erstmal. Dann brauche ich meine Schere. Dann schneide ich das hier ab. Dann nehme ich mir das Memento und ja, also auf dem Kopf diese verschnörkelte Schrift, da bin ich jetzt nicht so. Und da habe ich mir jetzt rausgesucht. Du bist die Farbe in meinem Alltagsgrau.
das stempel ich mir jetzt hier hin. Ah, da bin ich ein bisschen zu fest hier. Naja, ich lasse es jetzt mal so. Das kann ich weg. Aufbringen. Und das Schöne beim Tombow ist ja, dass man dann noch so ein bisschen hin und her ruckeln kann. Und wenn ich es jetzt hinkriege, auch noch eine Schleife, in meiner Planung war die jetzt gar nicht vorgesehen, nach oben, das macht noch ein bisschen schöner. Und hier schräge ich das auch noch ein bisschen an. So. Und dann nehme ich mir Dimensionals. Dann die Schutzfolie abziehen. Und den so rum, so rum, nach unten, nach oben, in die Mitte, wie ihr das möchtet. So. Einmal aufbringen und fertig. Ist eine schnelle, schlichte Karte, die man natürlich auch jetzt noch mit passenden Steinchen hier versehen kann aus der Produktreihe. Ich weiß jetzt auf Anhieb gar nicht, ob ich sowas wie, ja, nehmen wir einfach mal hier. Der sträubt sich jetzt etwas. So. Schon ist ein wenig bling bling mit auf der Karte, wie man so schon sagt. So, dann hoffe ich, dass euch das heutige Video gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst, einen Kommentar. Bei Fragen immer her damit. Und wir sehen uns im nächsten Video.